ein unbekannter russischer Dichter nannte Schukotka das Land mit den zwei Ufern an den Meeren. Tatsächlich erstreckt sich Schukotka von der Ostsibirischen See im Norden bis hin zum Pazifischen Ozean an der Beringstraße. Im neunmonatigen Winter wird das Land von Eis und Schnee überzogen. Tundra und zugefrorene Meere verschmelzen übergangslos zu einem unendlichen Weiß. Auch im Frühjahr lastet das diffuse Licht des Winters immer noch auf Anadir. In Anadir, der Hauptstadt Schukotkas, leben etwa 11.000 Einwohner. Das sind ein Fünftel der Gesamtbevölkerung des ganzen Landes. Schukotka war zu Zeiten des Zusammenbruchs der ehemaligen Sowjetunion ein armes Land. Seit dem Jahre 2000 hat die Region eine überraschende und interessante Entwicklung hinter sich gebracht. Es begann mit der Ankunft von Roman Abramowitsch, einer der russischen Ölbarone und umstrittenen Oligarchen. Er als Gouverneur sorgte für einen gewissen Wohlstand. Alte Plattenbauten wurden modernisiert, Heizkraftwerke gebaut, Hafenanlagen erneuert. Das alles verhalf der Bevölkerung in dieser rauen Region zu einem fast normalen Leben. Trotz aller Modernisierung ist der orthodoxe Glaube immer noch ein fester Bestandteil der Bevölkerung. Die Sehnsucht auf den kommenden Frühling lässt sich nicht unterschiedlicher ausdrücken. In die Ferne schauen und warten oder einfach ignorieren, dass im April immer noch Winter ist. Aber die wahren Wetterverhältnisse lassen sich in Anadir nicht ignorieren. Ein fast tägliches Räumen der Schneemassen gehört hier zum Alltag. Der Winter hat auch seine positiven Seiten. Der zugefrorene Fluss bietet zu dieser Jahreszeit die schnellste Verbindung vom Flughafen zur Stadt. Diese Route benutzt auch eine Gruppe von 8 Leuten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die 630 Kilometer entfernte Küste am polaren Eismeer mit dem Motorschlitten zu erreichen. Was bewegt diese Teilnehmer in einem eher menschenfeindlichen Klima an dieser Expedition teilzunehmen? Es ist einfach die Neugier, die mich nach Schukotka zieht, welches fernab jeglicher Zivilisation liegt. Gibt es da vielleicht etwas Spezielles, welches Ihre Neugierde geweckt hat? Ja, die Fahrt mit dem Motorschlitten oder Kettenfahrzeugen, beides ist etwas Neues für mich. Vor allem Dingen verbindet es mich mit einem Hauch von Abenteuer. Heiner Kubny, einer der erfahrensten Fotografen und Kenner dieser Polarregion, hat es ermöglicht, dass diese Gruppe das Land bereisen darf. Wie kann man sich die Fortbewegung vorstellen und bedarf es einer sehr guten körperlichen Verfassung, um an dieser Expedition teilzunehmen? Schukotka hat eigentlich keine richtigen Verkehrswege, also wie man sich bewegt, das sind meistens Expeditionen, wirklich Expeditionen durch unberührte Landschaft, durch die Tundra. Und es braucht schon gewisse körperliche Fitness, um das überhaupt mitmachen zu können. Dafür wird man aber entschädigt durch die Natur, durch die Tierwelt. Einfach das Einzigartige von Schukotka. Schon die erste Etappe wird für die Expedition zu einer Herausforderung. Die Fahrt geht in das 170 Kilometer entfernte Eskimo-Dorf Ülkal.
In der völlig vereisten und zugeschneiten Tundra werden durch das immerwährende Weiß die Augen träge. Schnell ist ein Schnee- oder Eishaufen übersehen. Die kleinen Zwischenfälle sind völlig harmlos und werden dann mit Gelächter und Schadenfreude honoriert. Ein markanter Punkt in der unendlichen Tundra dient als Orientierung für ein der Gruppe folgendes Kettenfahrzeug. Es wurde ein Sturm vorhergesagt und zur Sicherheit wird das Kettenfahrzeug die Schneemobilfahrer begleiten. Ohne Unterstützung der russischen Begleiter wäre diese Expedition gar nicht durchführbar. Während Max für die Technik der Schneemobile zuständig ist, führt André mit seiner untrügerischen Kenntnis des Landes die Gruppe sicher durch die Eiswüste. Das Warten auf das Kettenfahrzeug wird zum Anlass genommen, gleichzeitig einen Verpflegungsstopp einzulegen. Die Kälte und das ungewohnte Fahren eines Schneemobils fordern ihren Tribut. Da hinten kommt unser Panzer, ganz am Horizont. Diese Kettenfahrzeuge sind in der winterlichen Tundra zu unverzichtbaren Transportmitteln geworden. Auch bei den schlechtesten Witterungsverhältnissen sind sie ein Garant dafür, dass auch die abgelegensten Eskimo-Dörfer versorgt werden können. Andrei ruft zur Eile auf. Die Gruppe sollte vor Einbruch der Dunkelheit in Ülkal sein. Im nur 240 Einwohner großen Dorf Ülkal ist jeder informiert, dass eine ausländische Expedition hier eintreffen wird. Das Team hat es geschafft, bei Sonnenuntergang das Dorf zu erreichen. Es gibt selten Besuche in Ülkal. Das Eintreffen des Expeditionsteams wird gleich zum Anlass genommen, im Kulturhaus die Gäste zu bewirten und ihnen die traditionellen Eskimo-Tänze vorzuführen. Am frühen Morgen ist das Dorf wie ausgestorben. Nur ein Eskimo-Junge trotz der Kälte. Für ihn wohl eine willkommene Abwechslung, die Motorschlitten der Besucher zu bestaunen. Noch hält Väterchen Frost das kleine Dorf fest in seinen eisigen Händen. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich vom Fisch- und Walfang. Aber solange das Meer an der Beringstraße zugefroren ist, herrscht hier eine Stille, die nur durch das Heulen des Windes unterbrochen wird. Unweit des Dorfes erinnert immer noch eine dahinrostende Abhöranlage an die Wirren des Kalten Krieges. Ein Netz von fast 50 dieser Stationen, verteilt über die ehemalige Sowjetunion, ermöglichte eine lückenlose Kommunikation in der damaligen Zeit. Noch war keinem der Teilnehmer bewusst,
dass dieser Hund die 100 Kilometer lange Etappe über das zugefrorene Meer nach Equiquinod der Expedition folgen würde. Ein nicht alltägliches Bild veranlasst den kleinen Tross zu einem Stopp. Auf der unendlichen Eisfläche vor den Toren von Equiquinod geht ein Krabbenfischer seiner Arbeit nach. Das Netz wird mit den ausgelegten Ködern, meistens handelt es sich um Fischköpfe, nach einiger Zeit aus ca. 30 Metern Tiefe wieder herausgezogen. In den meisten Fällen wird die Geduld des Fischers belohnt und einige Krabben befinden sich im Netz. Der Krabbenfischer ist bereit, der neugierigen Crew einige Fragen über seine Tätigkeiten zu beantworten. Neben dem Fangen von Fischen und Krabben wartet er auch noch auf das Eintreffen der Gänse. An seinen freien Tagen fährt er morgens um 3 Uhr heraus, bohrt Löcher in die 1,5 Meter dicke Eisfläche, um die Köder herabzulassen. So würde er den ganzen Tag auf dem Eis verbringen, mit mehr oder weniger großem Jagderfolg. Es ist nicht ganz ungefährlich, allein auf der Eisfläche zu fischen. Schnell kann sich das Wetter hier ändern. Die Fischer haben vorgesorgt und sind in den meisten Fällen mit einem Ofen für Proviant und Tee ausgerüstet. Und für den Fischer war es selbstverständlich, mit den fremden Gästen seine Delikatessen zu teilen. Die ersten Eindrücke, die ein Besucher von Equiquinod bekommt, sind die Bilder einer modernen Stadt. Großzügige moderne Häuser, öffentliche Verkehrsmittel und das alles mit bunten Farben versehen. Aber das ist nur der erste Eindruck. Die gewähnte Stadt ist nur ein Dorf mit etwa 2000 Einwohnern. Nach der Verringerung der Erz- und Zinnförderung nahm die Einwohnerzahl dramatisch ab. Die damals von politischen Häftlingen erbauten Häuser stehen leer und werden in naher Zukunft verfallen sein. Der noch ruhende Hafen gewährleistet hauptsächlich die Versorgung der im Hinterland liegenden Goldminen, dem Fischfang und der Verladung von Kohle für das Heizkraftwerk. Eine willkommene Möglichkeit für die Dorfbewohner, den jetzt noch zugefrorenen Hafen für ihre Freizeittätigkeiten zu nutzen. Eine kleine alpine Herausforderung für die Jugend Equiquinod bietet der Hausberg im doch eher abwechslungsarmen Winter. Ein von Providenia kommendes Hundeschlittenrennen musste hier unterbrochen werden. In Rücksichtnahme auf ihre Hunde legten die Hundeschlittenführer wegen der schlechten Witterung einen Stopp ein. Von Providenia bis Equiquinod wurden bereits 650 Kilometer zurückgelegt. Vielleicht eine Gelegenheit für die Hunde und Schlittenführer, neue Energien zu sammeln. Die nicht ganz rühmliche Geschichte dieser Region beginnt nach dem Krieg mit der Erschließung des Straßennetzes. Zehntausende von deutschen Kriegsgefangenen und spätere Gulag-Insassen
erstellten Verkehrswege zwischen den abgelegenen Erzminen und Dörfern bis hin zum Hafen von Equiquinot. Den Besuchern wird auf eindrückliche Weise im örtlichen Museum die Geschichte Equiquinots im und nach dem Zweiten Weltkrieg näher gebracht. Also, das war ein riesiges Problem, weil diese blutjungen Russen, die konnten natürlich kein Wort Englisch. Aber die Flugzeuge, die ganze Beschriftung, die Bedienungsanleitung, die Technik, alles war auf Englisch. Auch das war natürlich im Grunde sehr wichtig. Ülkal diente damals den Amerikanern als Versorgungsstützpunkt. Es zeigt aber auch den diktatorischen Wahn politisch anders denkenden Bürger und Kriegsgefangenen, in dem Gulags bis zum Tode arbeiten zu lassen. Interessant für die Gäste ist auch die Tierwelt in dieser arktischen Region, die aber größtenteils nur im Sommer zu beobachten wäre. Ein besonderes Augenmerk ist auf die handwerkliche Kunst der russischen Inuits zu richten. Kleine Kunstwerke, die aus Walknochen, Geweihen der Rentiere und Zähne der Walrosse gefertigt wurden. Diese Kunstwerke veranschaulichen, dass die Inuit dem Schamanismus sehr nahe stehen. Motive aus der Geisterwelt machen es deutlich. Das nahm die Museumsleiterin zum Anlass, die Gruppe zur Fertigung eines Eskimo-Glücksbringers zu bewegen. Für Frauen mit Nadel und Faden umzugehen, ist wohl das kleinere Problem. Die Männer sind weniger prädestiniert, solche filigranen Arbeiten auszuführen. Mit viel Hilfe der Direktorin gelang es schlussendlich doch fast jedem, ein für sich persönlich gefertigtes Amulett herzustellen. Nur in den Bergen, oberhalb Equiquinots, offenbart sich eine Landschaft, die ihresgleichen sucht. Der Blick über eine fast unberührte Bergregion. Das Erleben und Fühlen von absoluter Stille. Das alles zeichnet Chukotka aus. Mit der Überquerung des Polarkreises auf einer 1000 Meter hoch gelegenen Passstraße nähert sich die Gruppe am Guema. Das 500-Seelendorf befindet sich immer noch im arktischen Winter. Das Wetter in dieser polaren Region ist eines von vielen Unbekannten. Orkanartige Schneestürme wechseln innerhalb kürzester Zeit zu einem schönen Wintertag mit Sonnenschein. Am Guema ist eines der traditionellen Tschuktschen-Siedlungen. Auch dieses Dorf war Nutznießer vom Geldsegen des Gouverneurs Roman Abramowitsch. Der Gouverneur ließ damals über 40 Wohneinheiten in Amguema erstellen. Die hier hauptsächlich lebenden Rentierzüchter bekamen somit ein komfortables Zuhause. Viele der Einwohner arbeiteten in der damaligen Sowjetunion in sogenannten Rentierbrigaden. Einer davon erkannte nach dem Zusammenbruch des Systems sein wahres Talent. Es ist Alexei Dobriev. Ein Künstler, der sich zur Aufgabe gemacht hat,
aus Walknochen oder den Stoßzähnen der Walrösser kleine Kunstwerke zu erschaffen. Die Entwürfe und Skizzierungen seiner Kunstobjekte macht er selber. Auf die Frage, ob er jemals schon Eisbären oder Walrösser gesehen habe, antwortet Alexei: Nein, in Zeitschriften oder Journalen. Im Kino habe ich es gesehen. Aber auch in Filmen der BBC oder in Filmen von Jacques Cousteau. Die Motive auf dem Walrosszahn erzählen eine Geschichte. Der Zahn stellt das Eis dar. Der Eisbär steht am Wasserloch und wartet. Er muss fressen. Die Robben streben nach oben. Sie müssen atmen, um zu leben. Wie soll das gehen? Tja, das ist der Norden. Das ist das Gesetz des Überlebens der stärkeren Kreatur. Was in einem 500 Einwohner großen Dorf weniger zu erwarten wäre, ist die Pflege der Kultur und das Beibehalten der traditionellen Eskimo-Tänze. Die Durchführung der letzten Etappe nach Vankarem an die polare Eismeerküste wäre mit dem Motorschlitten zu risikoreich. Auf 200 Kilometer teilweise unwegsames Gelände und das noch bei nicht vorhersagbarem Wetter von Sonnenschein in plötzlich wechselnde Schneestürme veranlasst die Gruppe, die Weiterfahrt mit Kettenfahrzeugen durchzuführen. Der Transport der Expedition wird gleich damit verbunden, dass bei schlechtem Wetter gar nicht zu erreichen der Eskimo-Dorf mit allen Bedarfsgütern und Lebensmitteln zu versorgen. Wird fast 12 Stunden dauern. Unterschiedliche Wetterverhältnisse. Schneemassen stellen Fahrer und Passagiere vor eine nicht ganz einfache Aufgabe.
In der vermeintlich menschenleeren Tundra tauchen Werkstätten und Wohnungen der Bergleute einer Goldmine auf. Ein willkommener Standort, um Mensch und Material eine Pause zu gönnen. Dank dem Können der Fahrer und der Robustheit des Materials erreicht das Team in der Nacht Wangkarem. Wangkarem zählt zu den vielen vergessenen Dörfern Russlands. 200 indigene Tschuktschen leben in dieser Siedlung. Wäre da nicht Igor, der trotz veralteter Technik immer in der Lage ist, den Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten? Oder ein WWF-Beauftragter, der die Populationen der hier vorkommenden Eisbären und im Sommer lebende Walrösse kontrolliert, würde Wangkarem in Vergessenheit geraten. Die kleine Expedition hat ihr gesetztes Ziel, das polare Eismeer, erreicht. Für die hier lebenden Eskimos ist der lange Winter eher wohl eine Last. Das zugefrorene Meer verdammt sie zu einer Regungslosigkeit, die der erstarrten Eiswelt ähnelt. Auch für die beiden Architekten Eis und Schnee, die bizarre Formen auf dem Meer und Festland erstellen, haben die Einwohner den Blick für das Außergewöhnliche verloren. Hier gilt nur eines, den neunmonatigen Winter zu überbrücken, bis die Jagd auf die Bewohner des Meeres beginnen kann. Nur für die Besucher aus dem fernen Ausland, die eine abenteuerliche Art des Reisens mit Motorschlitten und Kettenfahrzeugen gewählt haben, ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Faszination und Schönheit dieser Landschaft hautnah zu erleben.